Sicherstellen, dass ich euch alle jederzeit erreichen kann und ich muss dann auf den friedlichen Verlauf hinweisen, auch wenn das für uns geschützt wird. Vorschlag sind vorhanden, drei an der Zahl, durch die Westen kenntlich und auch instruiert, auch das Nährwert ist jetzt ausgehändigt worden. Die Ordner sind natürlich während der gesamten Dauer der Versammlung anwesend, sind volljährig, tragen auch keine Waffen oder sonstige Gegenstände, nicht mehr von Personen gerechnet sind. Haben auch keine Rauschmittel oder Alkohol oder sonst dergleichen konsumiert. Die Schutzgebungsmittel sind seit meiner Mikrofone, Lautstärkepegel der 90 dB an einem Meter Abstand von der Lautstärke weiter. Dann natürlich den fließenden Verkehr beachten, gleich wenn wir die Bernhardstraße überschreiten. Dann auch die Teilnehmer dürfen keine Waffen, Flaschen, Dosen, Behältnisse, die auf Hochgeschosse liegen können oder andere gefährliche Gegenstände weiterführen und dürfen nicht an den Schutzgebungsmitteln nicht vermummen. Mitführung von Hunden verboten. Wir müssen den Versammlungsort natürlich in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand verlassen, während der Dauer der Versammlung die alkoholische Getränke zu kontrollieren und aufzuschenken und der autorisierten verlassen. Soll darauf hingewirkt werden, dass keine Abstandsregel von 1 Meter Höhe von jedem Abstand. Mundrasenbedeckung wird nur empfohlen, allerdings abweichend besonders mit der Ausnahme, wenn die Person aus mehr als 2 Haushalten zusammensteht, dann ist die Auflage, dass dann die Mundrasenbedeckung getragen werden muss. Also achtet einfach auf den 1 Meter Höhe Abstand, dass ihr nicht zu viel und nicht die mehreren Haushalten zusammensteht. Dann natürlich Teilnehmer mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung auszuschließen und die allgemeinen Hygienevorschriften für die Hände, die Abstand halten, Rücksichtnahme auf Risikogruppen und die Hygienevorschriften für die Hände sind bekannt. Gut, das war's. Wir können das jetzt nicht machen. Danke für die fachliche Ausführung. So, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Sonneberg Zeich Gesicht. Wir sind natürlich Montag, erster Tag, Corona-Lockdown natürlich wieder unterwegs. Und ja, wir werden heute wieder was besonders Gutes hören. Hallo. Hi, grüße euch. Uwe. Das Einzige, was ich da mit dem Lernen muss, ist,
So, sind wir gleich wieder am Picoplatz angelangt und horchen heute mal den schönen Reden der sogenannten, wie sagt man, Aluhuträcher Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer, oder Nachdenker. Das zieht sich aber halt wieder. Uber, nicht jetzt. So, wieder Picoplatz. Gleich starten wir. Wie immer kennt ihr ja Sonneberg Zeichgesicht, Montag 19 Uhr. Kampf gegen diese Corona-Politik unserer Regierung. Nochmal vorab, noch einmal alles Gute an unsere Anna, die heute leider krank ist, aber am Samstag eine super Rede in Schmalkalden gemacht hat. Wir grüßen natürlich auch die anderen Demonstrierenden und Wachen und Nachdenker. Ja, lasst uns starten. Das ist nicht meins. Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde. Ich begrüße euch sehr herzlich zur 27. Kundgebung von Sonneberg zeigt Gesicht für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung und gegen die überzogenen, unwissenschaftlichen und äußerst schädlichen Corona-Maßnahmen. Ich freue mich, dass wir heute so viele sind und ich ahne auch, dass es dafür einen konkreten Anlass gibt, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal, Anna lässt sich entschuldigen, sie ist leicht erkältet und möchte natürlich lieber zu Hause bleiben mit den Kindern. Sie schickt uns aber eine kleine Grußbotschaft, ich lese die mal kurz vor. Hallo ihr Lieben, ich bin heute leider nicht dabei, da die Kinder und ich eine leichte Erkältung haben. Ich verfolge aber alles über den Livestream. Bezüglich meiner Krankschreibung musste ich heute das Facharztzentrum kontaktieren, um meine telefonische Krankschreibung vorzunehmen.
Die Sprechstundenhilfe verwies darauf, dass alle Erkälteten eingeladen würden und dass dort keine telefonischen Krankschreibungen erteilt würden. Ich sollte am 13.05 Uhr erscheinen in der Hausnummer 13, dort sei eine Infektionssprechstunde. Ich verneinte mit den Worten, dass ich zu einer solchen Sprechstunde nicht möchte, da ich ohnehin keinem Test zustimme. Ich verlangte, einen Arzt zu sprechen. Sie meinte daraufhin, dass sie das weitere Vorgehen erst abklären müsse und wüsste nicht, ob ein Arzt mich zurückrufen würde, aber sie spreche es ab und melde sich wieder. Nach relativ kurzer Zeit erhielt ich den Rückruf einer Ärztin, mein eigentlicher Hausarzt ist im Urlaub. Sie reagierte kompetent und fragte mich, ob ich unter Fieber oder anderen starken Symptomen leide. Ich verneinte. Ich habe lediglich eine leichte Erkältung mit meinen Kindern. Darauf stellte sie klar, dass natürlich eine telefonische Krankschreibung möglich ist. Lediglich bei schwerem Infekt ist natürlich eine Vorstellung notwendig. Man habe die Infektionssprechstunde ausgelagert, um nicht das gesamte Gebäude irgendwann schließen zu müssen. Ich bedanke mich für das Telefonat und möchte euch Folgendes mit auf den Weg geben. Erstens, eine telefonische Krankschreibung bei leichter Erkältung ist möglich und ihr könnt darauf bestehen. Und zweitens, ich finde es sehr schade, dass man dort beim Facharztzentrum nicht von der gesetzlichen Regelung Gebrauch macht und scheinbar hier Profit durch das Testen in einer solchen Fieber- bzw. Infektionssprechstunde erzielen möchte. Eine Testverweigerung auch bei einer ärztlichen Vorstellung ist möglich und ihr müsst euch zu nichts zwingen lassen. Bedenkt das und habt immer den Mut, Nein zu sagen, wenn ihr etwas nicht möchtet. Wir nutzen nun die Woche, um uns auszukurieren und ich werde nächste Woche wieder bei euch stehen. Ganz liebe Grüße, Anna. Und der Verdacht liegt wirklich nahe, dass diese Auskunft der Sprechstundenhilfe, dass keine telefonischen Krankschreibungen erfolgen, tatsächlich nur dafür da war, um erstens mehr Tests zu erzeugen und zweitens Geld zu verdienen. Denn es ist gerade kürzlich erst das Honorar für Ärzte erhöht worden für Tests. Das heißt, sie bekommen jetzt für die eine Minute Abstrich 25 Euro. Das summiert sich ganz ordentlich im Laufe der Zeit. Und das ist der eigentliche Grund, warum manche Ärzte, zum Glück nicht alle, aber manche Ärzte im Moment auch ganz wild darauf sind, zu testen. Übrigens testen. Bayern ist da ja ganz, ganz groß. Bayern ist überhaupt in allem ganz, ganz groß. Leider in letzter Zeit, besonders in den Dingen, die den Menschen schaden. Und trotzdem hat Bayern derzeit 711 Fälle, also Corona-positiv Getestete, das sind ja keine Erkrankten, aber Corona-positiv Getestete auf 100.000 Einwohner, während unser schönes Thüringen nur 278 Fälle auf 100.000 Einwohner hat. Und hier sterben die Menschen auch nicht wie die Fliegen. Also irgendwas macht Thüringen offensichtlich vernünftiger und besser als Bayern. Aber Herr Söder möchte ja unbedingt als der große Macher in die Geschichte eingehen. Nur die Geschichte ist noch nicht geschrieben und ich fürchte, dass er sich da verrechnen wird. Denn das, was er derzeit durchziehen will, wird früher oder später entlarvt werden. Und dann steht er nicht mehr als Macher da, sondern als ein Betrüger und einer, der Menschen vorsätzlich um seiner eigenen Karrierepläne willen geschadet hat. Vielleicht auch noch mit dem Hintergedanken, dass das Familieneinkommen über die Firma seiner Frau, die ja Masken und Gesichtsschilder herstellt, ja auch einen beträchtlichen Zuwachs erfährt derzeit. Aber da haben wir ihn jetzt nun, den zweiten Lockdown. Lange befürchtet, irgendwie auch erwartet, richtig überraschend kam er nicht. Und doch etwas überrascht mich daran, nämlich die Skrupellosigkeit, mit der gleiche Stunt wie im Frühjahr, jetzt, 7 Monate, 8 Monate später, wo so viel mehr Wissen im Umlauf ist, trotzdem wieder durchgezogen wird. Dass man sich auch 8 Monate später immer noch nur auf Herrn Drosten und Herrn Wieler und eine Handvoll anderer sogenannter Experten verlässt und zum Beispiel die Great Barrington Declaration, die mittlerweile von über 12.000 Experten unterzeichnet wurde, ganz einfach ignoriert.
Das ist schon eine Chuzpe, die könnte man beeindruckend finden, wenn sie nicht so beängstigend wäre. Denn wer sich auf so einen Weg macht, gegen jede Evidenz und gegen einen wachsenden Widerstand in der Bevölkerung, so etwas durchzuziehen, angesichts all der Schäden, die dadurch verursacht werden, materieller Schäden, immaterieller Schäden, an Gesundheit und der Seele, der legt damit eine Skrupellosigkeit an den Tag, die leider befürchten lässt, dass dies noch nicht das Ende ist, sondern dass hier noch weitere Maßnahmen folgen werden, eine schlimmer als die andere, eine weniger evidenzbasiert als die andere. Und damit das nicht so weit kommt, stehen wir hier und stehen in vielen Städten in Deutschland, samstags, sonntags, montags und auch an anderen Tagen, die Menschen und machen deutlich, mit uns nicht. Wir wollen das nicht. Und vor allen Dingen wollen wir endlich ein paar Fragen beantwortet haben. Wir wollen das alle früher schon beantwortet haben. Nämlich, wo ist die wissenschaftliche Grundlage dafür, dass mit Corona so ein Paradigmenwechsel erfolgt? Früher haben wir mit Infektionskrankheiten gelebt. Manche Menschen sind daran gestorben. Die allermeisten sind damit klargekommen. Und jetzt werden einfach die Werte komplett verschoben. Und so eine Infektionskrankheit ist ein Grund, um Menschen die Existenz zu rauben, um Kinder zu quälen, um alte Menschen zu quälen. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist uns so schleichend untergeschoben worden, und das Erschreckende ist, dass so viele Leute den mitgemacht haben. Das kann nur etwas damit zu tun haben, dass der Deutsche irgendwie daran gewöhnt ist, zu gehorchen. Und das hat uns in der Geschichte noch nie was Gutes eingebracht. Wie die große Hannah Arendt auch unter dem Eindruck der Geschehnisse im Dritten Reich gesagt hat, niemand hat das Recht zu gehorchen. Und ich hätte dann noch vor allen Dingen zwei Fragen, bevor ich dann weitergebe das Mikrofon. Wir werden wieder im Lockdown damit an der Nase herumgeführt, dass man sagt, die Krankenhauskapazitäten reichen nicht aus. Die Intensivbetten werden zu wenig. Erstens mal ist das bis jetzt nicht belegbar, aber es steht als Drohung für die Zukunft im Raum. Das ist aber das Gleiche, was man im Frühjahr auch schon gesagt hat. Und da frage ich mal, was habt ihr denn die ganzen Monate gemacht, wenn Corona so saugefährlich ist, wenn das so eine todbringende Seuche ist? Was habt ihr denn den ganzen Sommer über gemacht? Warum haben wir denn nicht inzwischen doppelt, dreimal so viele Intensivbettenkapazitäten, sodass man diesen Lockdown hätte verhindern können? Und dann noch eine Frage an Herrn Scholz, der uns nämlich ausrichten lässt, dass das ja diesmal gar nicht so schlimm sei, was die Gastronomie betrifft, weil er ja den Gastronomen 75% ihrer Umsatzausfälle erstatten will. Das finde ich sehr großzügig von Herrn Scholz, dass er seine persönliche Schatulle aufmacht. Ich wusste aber gar nicht, dass Bundesminister so gut bezahlt werden. Oder redet er vielleicht von unserem Geld? Oder ist er gerade dabei, unser Geld zu verbraten, dass wir ihm in den nächsten Jahren über unsere Steuern geben sollen, zur Verwaltung, zur treuhänderischen Verwaltung? Ist er gerade dabei, unser Geld zu veruntreuen? Und nicht nur unseres, sondern auch das unserer Kinder. Das sind Fragen, die hätte ich gern beantwortet. Und wir werden nicht aufhören, unangenehm und laut zu sein, bis diese Fragen beantwortet werden. Und nun gebe ich das Mikrofon gerne weiter an die Carina. So, hallo. Ich bin eigentlich kein Freund von großen Reden und mittlerweile denke ich auch, es ist viel schon gesagt und alle, die hier stehen, wissen wahrscheinlich schon, was hier abgeht. Aber ich will einfach mal einen Gruß aus der Zukunft euch schicken. Montag, der 31. Oktober 2022. Ich sitze beim Frühstück und höre mir gerade die aktuellen Zahlen des RKI an. Ein neuer Rekord wurde erreicht. Mal wieder. 800.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Eine Person ist an oder mit Corona verstorben. Damit liegt die Zahl der Verstorbenen weiterhin bei knapp 15.000 seit Beginn der Pandemie. Als Bundeskanzler Spahn das Wort ergreift, schalte ich genervt auf. Ich muss mich beeilen, da meine Schicht bald beginnt. Eigentlich
wäre ja heute Feiertag und ich würde mich darauf freuen, zusammen mit meiner Tochter von Tür zu gehen und Halloween-Streiche zu spielen. Aber Feiertage gibt es nicht mehr. Abgeschafft. Einfach so. Außerdem wäre das auch gar nicht möglich, da wir seit über einem Jahr eine durchgängige Ausgangssperre haben und nach 16 Uhr das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Also packe ich meinen Rucksack und sage meiner Tochter Wiedersehen, die gerade vor dem Rechner sitzt und Unterricht hat. Schule im klassischen Sinne gibt es ebenfalls seit einem Jahr nicht mehr. Noch schnell den Passierschein eingepackt und los geht's. Ich arbeite übrigens jetzt in der Autoindustrie. Einer der wenigen Wirtschaftszweige, die überhaupt noch arbeiten dürfen. Auf dem Weg zur Fabrik fahre ich durch die Innenstadt und sehe, wie gerade der letzte Laden geschlossen wird. Bis vor 2 Jahren war das eine florierende Stadt. Wir hatten Restaurants, Kinos, Fitnessstudios, Tattoo-Studios, Kosmetikstudios, Reisebüros, einfach alles. Und nun ist alles zu. Einfach so. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ob zum 5. oder zum 6. Lockdown. Der Großteil der Menschen hat alles verloren und lebt nun von einem Grundeinkommen, das etwa 1000 Eurocoin pro Monat beträgt. Das ist unsere neue Währung, die nach der großen Depression 2021 eingeführt wurde. Damals, als man noch nie verrückt Geld druckte, um die Wirtschaft zu retten und das Brot plötzlich 1 Milliarde Euro kostete. Bargeld gibt es nicht mehr. Einfach so. Lebensmittel gibt es zwar ausreichend, aber nur auf Zuteilung. Ich halte noch mal kurz im Supermarkt an, um mir meine tägliche Ration abzuholen. Zutritt bekommt man aber nur mit einem gültigen Impfpass und darf dann sogar ohne Maske einkaufen. Einfach so. Gegenüber vom Supermarkt sitzt eine Gruppe Jugendlicher an einer Ruine der ehemaligen Disco. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann dort das letzte Mal getanzt wurde. Die Jugendlichen werden von der Sittenpolizei kontrolliert, da sie Bier trinken und feiern. All das ist seit fast 2 Jahren in der Öffentlichkeit verboten. Einfach so. Auf Arbeit angekommen, lade ich mit schnell meinen Chip auf, den sich jeder seit Anfang des Jahres verpflichtend ins linke Handgelenk implantieren lassen musste. Nur so kann ich in unserer Kantine bezahlen. EC-Karten, Kreditkarten und Co. gibt's nicht mehr. Ein Kollege hat mal wieder Probleme beim Aufladen seines Chips, da er sich an die Ausgangssperre nicht gehalten hat und die jährliche Impfung verweigert. In dem Fall sperrt man nämlich den Chip und der Träger kann sich 3 Tage lang nichts kaufen. Das geht automatisch und wird von der Regierung gesteuert. Einfach so. Am Arbeitsplatz angekommen, schalte ich das Radio an. Es spricht Angela Merkel, inzwischen Präsidentin des Europäischen Ministeriums für Wahrheit. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, uns steht ein harter Winter bevor. Wir stehen kurz vor dem 8. Lockdown light. Näheres dazu erläutert Ihnen der europäische Superminister für Gesundheit, Karl Lauterbach. Wow. Ich schalte genervt das Radio aus. Einfach so. An meinem Arbeitsplatz hängt ein Schild, auf dem steht in Großbuchstaben: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Also ich weiß nicht, wie es euch bei diesen Worten geht. Mir schnürt bei jedem Satz immer weiter die Kehle zu. Aber ganz ehrlich, genau da sehe ich uns, wenn das hier so weitergeht. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es eigentlich für jeden offensichtlich sein sollte, dass hier was nicht passt. Wir müssen nichts mehr beweisen oder irgendwelche Quellenangaben machen. Wer es jetzt noch nicht durchschaut hat, dass das alles eben keine Verschwörungstheorien sind, dem kann ich nur sagen, schlaft weiter und wacht in der Diktatur auf. Ich habe auch nicht vor, mich hier hinzustellen und über diesen ganzen Mist zu schimpfen.
mich immer wieder aufzuregen und dadurch vielleicht selber noch krank zu werden. Nein, ich weiß, dass die, die hier stehen, alle bestens informiert sind. Was wir alle jetzt brauchen, ist Zuversicht und Zusammenhalt. Am Samstag waren wir von Sonneberg zeigt Gesicht aus bei einer Großveranstaltung in Schmalkalden. Es ging darum, die Gruppen aus sämtlichsten Städten zusammenzuführen, um gemeinsam Gesicht zu zeigen und um aufzuzeigen, wir sind viel mehr. Und ich kann nur sagen, ja, es stimmt. Wir sind viel mehr. Ich habe es die Woche gesehen. Bravo. Es war sehr bewegend und ermutigend, mit all den Menschen zusammenzustehen. Und ich möchte auch hier alle ermutigen, steht zusammen, gebt euch gegenseitig Kraft, zeigt mit uns zusammen euer Gesicht und zeigt dem Staat, dass wir nicht alles mit uns machen lassen und uns nicht egal ist, wie es in diesem Land weitergeht. Ich fühle mit jedem mit, der den Glauben an die Welt und erst recht an die Regierung verloren hat und dem der Gedanke an die Zukunft der Kinder schlaflose Nächte bereitet. Aber wir müssen uns gegenseitig Kraft geben und müssen uns auf der Straße zeigen. Denn sonst würden wir doch diese angebliche neue Normalität für gut heißen. Und das bin ich persönlich, dazu bin ich persönlich nicht bereit. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Deshalb sage ich, lasst uns alle am Samstag nach Leipzig fahren. Lasst uns ganz viele werden. Nur so haben wir die Chance, was zu verändern. Sie wollen uns immer glauben lassen, dass wir die Minderheit sind. Dass wir die sind, die nur rummeckern können. Lasst uns zeigen, wie viele wir sind und dass wir gemeinsam für etwas einstehen. Am 7.11. in Leipzig. Danke, Alina. An die gerichtet, die vielleicht im Livestream zuschauen und wieder mit diesem abgelutschten und dummen Begriff Verschwörungstheorie kommen wollen. Schaut euch einfach mal unsere Aufzeichnungen vom Frühjahr an und guckt mal, wie viele von den sogenannten Verschwörungstheorien inzwischen schon Wahrheit geworden sind. Und dann denkt mal drüber nach, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass vielleicht auch das, was ihr jetzt als Verschwörungstheorie bezeichnet, in 6 Monaten, in 12 Monaten Wahrheit werden wird. Und ob es nicht vielleicht auch jetzt für euch an der Zeit ist, etwas dagegen zu unternehmen, ehe es zu spät ist. Ich möchte jetzt das Mikrofon an den Uli Günther weitergeben. Muss ich noch näher hin, ich bin es gar nicht gewohnt, hier irgendwas zu sprechen, so an so einem Mikrofon jetzt gerade. Ja, okay, Alter. So, ich wollte ein bisschen sprechen über den Journalismus. Ich habe mir einfach mal ein Beispiel herausgegriffen hier aus der Zeitung. Das ist so ein ganz kleiner, vielleicht sieht man das, so ein ganz kleiner, einspaltiger Artikel. Und über dem steht drüber, muss jetzt mit der Lupe lesen, weil ich habe ganz schlechte Augen, über dem steht drüber, trosten, Ältere nicht völlig abschirmen. Und dann wird also Christian Drosten zitiert, den wir alle kennen, und er sagt, ja, also die Strategie, die alten Menschen abzuschirmen und zu schützen und die anderen ganz normal leben zu lassen, das sei falsch. Und er breitet es dann etwa 20, 30 Zeilen lang aus und dann kommt ein kleiner Satz und da steht dann drin, Hintergrund ist ein offener Brief von 3 Wissenschaftlern aus den USA und Großbritannien, die sich gegen bevölkerungsweite Maßnahmen aussprechen. Also das ist dieser eine Satz, der da drin steht. Und jetzt überlegt man sich, ja, warum spricht der Christian Drosten sich hier gegen etwas aus, also offensichtlich gegen eine Strategie.
und darf das 20 Zeilen lang und dann kommt dieser komische Satz, Hintergrund sind diese drei Wissenschaftler. Und man so, ja, was sind das für drei Wissenschaftler, wo kommen die überhaupt her? Diese Frage wird also ganz offensichtlich überhaupt nicht beantwortet. Und wenn man dann nachforscht, dann gelangt man zu dieser Great Barrington Declaration, zur Erklärung von Great Barrington. Und man stellt fest, diese drei Wissenschaftler, das waren Wissenschaftler von Harvard, von Oxford und von Stanford. Also das waren Wissenschaftler der besten Universitäten, die es in der westlichen englischsprachigen Welt gibt. Und man stellt fest, diese drei Wissenschaftler waren allesamt Epidemiologen für Infektionskrankheiten. Also sie waren genau Spezialisten in diesem Fachgebiet. Und die haben diese Erklärung unterschrieben, zusammen unterzeichnet, weil sie sich ganz offensichtlich Sorgen gemacht haben über die Strategien oder den Umgang der Welt mit diesem Coronavirus. Und sie haben empfohlen, die älteren Menschen abzuschotten und zu schützen, in sorgsamer Weise, die in den Altenheimen, weil das ist sehr wichtig, weil wir ja wissen, 40-80% der Toten, der Corona-Toten, stammen aus Pflegeheimen. Also in manchen Regionen der Welt sind es 80%, in manchen sind es nur 40%. Also sie haben gesagt, ja, diese Leute muss man schützen und man muss auch die alten Leute schützen, also man muss Dinge entwickeln zu ihrem Schutz. Oder sie müssen sich selbst schützen, die also in den Wohnungen wohnen, in einer freien Gesellschaft unterwegs sind. Und die anderen Leute, die sollen ein ganz normales Leben wieder aufnehmen, damit dieser Virus durchlaufen kann und irgendwann eine Herdenimmunität besteht und wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Alles, darüber können wir uns dann anderweitig unterhalten, also alles, all diese Dinge, die haben die gesagt und die werden hier eigentlich verheimlicht. Also wenn man das mal in diesem Artikel, es wird hier, also man weiß gar nicht, von wem geredet wird. Man hat jetzt den Eindruck, ja, da haben drei irgendwo dahergelaufene Wissenschaftler irgendwas von sich gegeben und der große Christian Drosten stellt das jetzt alles richtig. Und wir erfahren aber gar nicht, dass diese Wissenschaftler, das waren die Champions League Wissenschaftler, also wenn ich es mal in Champions League übersetze, dann waren das Neymar und Messi und Cristiano Ronaldo, die da gesprochen haben und haben eine ganz andere Strategie empfohlen, als Deutschland sie fährt. Und die wird jetzt da einfach abgeurteilt und sie wird vor den Leuten im Prinzip geheim gehalten. Das ist eigentlich kein Journalismus, weil das Erste, was ein Journalist lernt, ist, dass er die W-Fragen beantwortet. Also, dass er immer genau sagt, wer hat was, wo, wann gesagt. Und diesen Artikel, den haben fast alle Zeitungen in Deutschland veröffentlicht, weil er von einer großen Nachrichtenagentur herausgegeben wurde. Und die haben ganz genau gewusst, was sie machen. Weil, dass man die Quelle ganz genau beschreibt und sagt, wer das genau ist, das lernt man am ersten Tag, wenn man Journalist wird. Also es wird den deutschen Menschen hier, wenn Sachen gezielt verborgen, gewisse Informationen sollen sie nicht erreichen. Und dann werden sie doch noch irgendwo so ganz geheim abgedruckt, sodass man sagen kann, ja, das haben wir irgendwo gemacht. Diese Erklärung dieser drei Wissenschaftler, also dieser drei absoluten Spitzenwissenschaftler, die auf diesem Gebiet ja absolut kompetent sind, die von den besten Unis der westlichen Welt stammen, die wurde mittlerweile auch, ich glaube von 12.000 ist es von gesagt, also von weit über 10.000 Spitzenwissenschaftlern unterzeichnet. Und in Deutschland haben wir das leider kaum erfahren. Und das sind so diese kleinen, also es sind nicht kleine, sondern es sind eigentlich sehr große Manipulationen, die da stattfinden. Man erzählt den Leuten einfach nicht klar, was war, sondern hält so ein bisschen geheim. Und es sind Verdrehungen, die stattfinden. Und das macht etwas mit einem Land, also wenn solche Verdrehungen stattfinden, wenn die Wahrheit nicht klar ausgesprochen wird, dann kommt so eine Verwirrung in so ein Land, so eine Unsicherheit, so ein Durcheinander, so eine Stimmung der Aggression, dann klärt sich einfach nichts mehr.
Und deswegen ist es, glaube ich, ungeheuer wichtig für diese Zeit und für alle Journalisten, alle, die in verantwortungsvollen Berufen arbeiten, dass man ganz klar spricht, dass man versucht, wahrhaftig zu werden und versucht, genau zu sagen, was ist. Weil wenn ich manipuliere, wenn ich Sachen verdrehe, wenn ich den Menschen nicht nur die ganze Wahrheit sage, dann, wenn ich den anderen so ein bisschen belüge, dann verletze ich ihn eigentlich, dann verletze ich seine Würde. Weil wir haben alle einen Anspruch, alle Menschen haben einen Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Und wenn man versucht, wahrhaftig zu sprechen oder wahrhaftig zu schreiben, dann wird die Verwirrung in einem Land weichen. Im Pressekodex steht, der Journalist ist der Wahrheit verpflichtet. Also ist nicht verpflichtet, das Volk zu irgendetwas zu erziehen, es zu manipulieren, sondern ist der Wahrheit verpflichtet. Und es ist so, dass jeder Mensch der Wahrheit verpflichtet ist. Weil die Lüge macht etwas mit den Menschen. Die Lüge verletzt die Menschen. Sie beleidigt sie in ihrer Würde und sie schafft durcheinander. Deswegen steht in allen Religionen gibt es eigentlich das Gebot, du sollst nicht lügen. Also im Christentum kennt man es, im Hinduismus kennt man es zum Beispiel auch. Da ist es im Raja Yoga eines der Gebote, heißt einfach nicht lügen. Es wäre also ganz wichtig, denke ich, wenn man eine bessere Kultur schaffen will und umgehen will mit den Dingen, dass man einfach die Wahrheit spricht. Und wenn man die Wahrheit spricht, dann ordnen sich die Dinge von alleine. Es gibt vielleicht noch was Zweites, über das ich reden will, das ist die Angst. Weil wir sehen ja in diesem Land, dieses Land ist ja von Angst besetzt und besiedelt. Also wenn ich von Coburg durch Coburg gehe, sehe ich die Menschen so herumhuschen mit den Masken bis oben und fast schon flüchten. Und es ist, die Angst ist spürbar, die Panik ist spürbar. Die Menschen sind völlig verwirrt und durcheinander völlig klein. Und dann überlege ich mir, ja, es gab am 17. März ja dieses 17-seitige Papier des Bundesinnenministeriums. Und in diesem Papier stand, dass man die Menschen schockieren muss, dass man die Menschen in Angst versetzen muss in diesem Land. Und das haben ja ganz offensichtlich die Medien, also sprich hauptsächlich ZDF und AD Nachrichtensendungen auch vollzogen. Weil sie haben uns ja praktisch Abend für Abend Bilder von sterbenden Menschen auf Intensivstationen vorgeführt. Uns wurde Angst gemacht, in einer fast brutalen Weise. Und wenn ich mich frage, was passiert eigentlich mit Menschen, denen ich Angst mache, dann kann ich immer beispielsweise an ein Kind denken, an ein Kind, das mir vielleicht eher an die Hand gegeben ist, ne, wie einer Regierung, das sind die Menschen im Land ja auch eigentlich an die Hand gegeben. Und dann mache ich diesem Kind Angst, jeden Tag. Ich sage, also mein Kind, du kannst da draußen nicht die Treppe runter, du kannst runterfallen, du kannst dich verletzen, du kannst dir vielleicht den Kopf aufschlagen und dann kannst du vielleicht nicht mehr reden, wenn du dich am Kopf verletzt. Und da unten über die Straße, da kannst du auch nicht gehen, weil das ist viel zu gefährlich für dich. Du brauchst immer mich, also ohne mich kannst du da nicht. Diese Welt ist ganz gefährlich, ja. Das geht gar nicht. Und das mache ich mit dem Kind jeden Tag. Und dann, was passiert mit dem Kind, wenn wir uns das überlegen? Und was passiert mit dem, der Angst macht? Der Angst macht, der macht das Kind in einer vollkommenen Weise abhängig von sich. Und er macht das Kind in einer vollkommenen Weise mutlos. Das Kind wird sich nicht mehr entwickeln können, es wird sich kaum noch vor die Tür trauen, es wird niemals an seine eigene Urteilsfähigkeit oder an seine eigenen Kräfte glauben. Und es wird immer zu dem flüchten, der ihm Angst gemacht hat, weil es glaubt, dass es nur durch den und mit dem zurechtkommt. Und der wird wachsen, der wird sagen, ja, ohne mich kann dieses Kind überhaupt nichts. Ich bin der, der es führen muss. Das ist der Effekt, der passiert. Und dieser Effekt ist hier meiner Ansicht nach mit einem ganzen Land passiert. Hier wurde ein ganzes Land infantilisiert und klein gemacht. Den Leuten wurde von dieser Regierung nicht auf Augenhöhe begegnet. Die haben nicht gesagt, wir haben freie Bürger hier, die gut ihre Entscheidungen treffen können und selbst aufpassen können, wenn wir sie gut und klar informieren. Sondern sie haben gesagt, wir müssen sie klein machen. Und wir müssen ihnen Angst machen. Und
dann hören sie auf uns. Dann sind sie von uns in ganzer Weise abhängig. Das war der Plan. Und dieser Plan wurde offensichtlich durchgeführt und hat bei vielen ganz offensichtlich auch gewirkt. Weil es gibt diesen psychologischen Mechanismus, wenn dann irgendwas passiert, dann wollen die Leute gern zum Papa, der so behütet und zum starken Mann. Und das erklärt ja diese Phänomene, die wir jetzt gerade haben. Und diese Leute, die gern anderen Angst machen und andere gern klein machen, die fühlen sich selber ja sehr groß, die fühlen sich dann sehr kompetent und sagen, ja, die muss ich alle führen, die können alle nichts, die sind alle so klein und so schwach. Und ich bin aber der, der sie führt und der das managen kann, als die wachsen in einer fast furchtbaren Weise. Diese Leute, die nennen wir eigentlich Narzissten im Fachbegriff. Und es gibt einen bekannten Psychologen in Ostdeutschland, in Halle, Hans-Joachim Maas, und er hat gesagt, diese Regierung, die wir haben, die ist gestört. Das sind Narzissten. Der Narzisst hat nämlich mit dieser Aufblähung, dieses sich selbst so unheimlich gut finden, der macht die anderen auch gern kleiner, findet die anderen klein. Und er hat ein Problem, weil er ist nicht kritikfähig. Also dem Narzissten, wenn eine Kritik entgegenkommt, dann muss sie falsch sein, weil der Narzisst ist perfekt. Und wenn da irgendeiner was sagt oder irgendwas macht, dann taugt der andere nichts. Also der Narzisst geht nicht in die Selbstreflexion. Wenn der Narzisst also Maßnahmen verordnet und diese Maßnahmen greifen beispielsweise nicht, dann sagt er, ja, das waren die Dummen da draußen, die haben das nicht ordentlich gemacht hier, die haben meine hervorragenden Maßnahmen nicht befolgt, die können das nicht, die brauchen jetzt noch mehr Druck. Das ist also so dieser Reflex des Narzissten. Und wenn ich den Narzissten kritisiere, wenn ich also eben etwas sage, du hast jetzt da gar nicht recht, und ich versuche gegen ihn zu argumentieren, dann sagt er ja, der argumentiert ja gegen mich, der erzählt irgendwelches wirres Zeug, der muss ein bisschen gestört sein, das ist ein Kopfidiot oder ein Aluhut. Ne? Der Narzisst ist perfekt, der macht alles richtig. Und die anderen, die kritisieren, die sind dann die Aluhüte, die Covidioten, die Deppen oder sonst was, die werden herabgemindert. Wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben mit vielen... Ja, ich bin jetzt gleich drin, aber noch, lass mich mal aus. Also wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben mit vielen Narzissten, wo viele Narzissten am Werk sind, dann werden die anderen automatisch zu Trotteln. Das sind also dann Covidioten, Deppen und es sind keine Andersdenkenden mehr. Und ein Covidiot, wenn ein Idiot irgendetwas äußert, wenn er abgestempelt ist, wenn er diffamiert ist, dann ist alles, was er sagt, ja idiotisch. Dann ist alles, was er sagt, ungültig. Es ist deppert. Und damit hört man immer auf ihn. Jetzt kriegt man dann eine Zweiteilung der Gesellschaft und kriegen diese richtige Meinung, die die Narzissten verbreiten. Und auf der anderen Seite kriegen wir lauter Depperte, lauter Idioten, die man gar nicht erst anhören muss. Und so entwickelt sich dann, wenn es nur noch eine Meinung gibt, ich kürze jetzt mal ab, die richtig ist, und alle anderen, und dann nur noch eine Fraktion von Deppen, so entwickelt sich dann in der Gesellschaft so eine Art Einseitigkeit, eine Art Wahn. Weil eigentlich sind die anderen, die Andersdenkenden, die Kritisierenden, immer das Salz einer Gesellschaft. Der Andersdenkende, ich habe eine Andersdenkende neben mir, das ist beispielsweise meine Frau. Die ist manchmal ganz anderer Ansicht als ich, die kommt zu anderen Schlüssen. Die sagt manchmal, das ist mir auch unangenehm. Ich denke, ja, das ist jetzt komisch. Und dann versuche ich manchmal ihrem Denken zu folgen. Und wenn ich dem Denken des anderen, und dann sage ich, ja, das kann man auch so denken und so habe ich ja noch gar nicht gedacht und so weiter. Also wenn ich dem Andersdenken folge, dann beginne ich mich selbst zu entwickeln und ich beginne zu lernen. Und deswegen sind die Andersdenkenden für eine Gesellschaft eigentlich so wichtig, weil ohne die Andersdenkenden, ohne die, die sie kritisieren, ohne die vielleicht auch weit denken, also wenn ich über Bill Gates, über die Verbindung von ihnen, über die WHO und warum da 80% private beteiligt sind an so einem überstaatlichen Unternehmen und so weiter, also wenn ich solche Gedanken mache, dann könnte ich ja auch schon als Covidiot, als Weitdenkender bezeichnet werden, weit vorausdenkender, an etwas hindenkender. Und diese anders, also diese Weitdenkenden, diese eigenständig Denkenden, die sind ganz wichtig für alle anderen Leute, weil an dem Andersdenken kann ich mich selbst entwickeln, durch ihn wachse ich.
Und wenn eine Gesellschaft diese Andersdenken nur noch verurteilt und immer versucht, ihren Gedankengängen zu folgen, dann wird die Gesellschaft eigentlich, dann stirbt die Gesellschaft. Das ist der Tod der Entwicklung. Und der Andersdenken ist der, der eine Gesellschaft eigentlich am Leben hält und in der Entwicklung hält. Und insofern sind Andersdenken sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt auch keine Erkenntnis von mir, sondern es gab einmal einen Menschen, der war Thüringer, der hieß Johann. Und er hat gesagt, das Wichtigste am Menschen ist das persönliche Menschentum, seine Individualität. Und Individualität bedeutet das Je- und persönliches Menschentum, dass jeder das Recht hat, nach sorgfältiger Abwägung der Dinge zu einer ganz eigenen Meinung zu kommen und in dieser eigenen Meinung zu stehen. Und damals der Goethe, Johann Wolfgang von Goethe und später Albert Schweitzer, die haben sich schon größte Sorgen gemacht, dass der Massenmensch hervortreten könnte. Jener Mensch, der einer Meinung, die ihm vorgegeben wird, einfach nur nachrennt, einfach nur diese Schlagworte, die überall her auftreten, nachspricht, nachplappert. Und wir haben gesagt, das Wichtigste ist, dass der Mensch zu einer ganz eigenen Meinung kommt. Dieses persönliche Menschentum, die Unterschiedlichkeit der Menschen. Diese Unterschiedlichkeit macht den Menschen aus und Lebendigkeit der Welt. Deswegen sind die Unterschiedlichsten, die Andersdenkenden, Salz der Erde. Ich danke euch. Vielen herzlichen Dank, Uli. Wie du das gerade so vorgetragen hast, da kam ja ein nettes Bild in den Sinn, das ich heute gesehen habe. Und zwar war das kurz zusammengefasst: Wenn Wissenschaft sagt, dass sie nicht hinterfragt werden darf, dann ist sie keine Wissenschaft mehr. Dann ist sie meinetwegen ein Kult, eine Religion, eine Sekte, aber keine Wissenschaft mehr. Und damit würde ich gerne das Mikrofon an den Falco weitergeben, der uns noch einen Bericht aus Schweden bringen wird. So, hallo, ich grüße euch heute wieder am Montag zu Sonneberg zeigt Gesicht und freu mich natürlich, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid. Hallo Sonneberg und hallo das auch am Livestream. Ich habe heute mal eine etwas positivere Rede oder für andere, die uns ständig hier übers Netz beschimpfen, auch vielleicht etwas negative Rede. Zuerst möchte ich noch sagen, es war ein super Wochenende. Sonneberg zeigt Gesicht ist nicht alleine in Thüringen und bundesweit. Wir waren in Schmalkalden, es war eine super Veranstaltung mit 600 Leuten und das war super geil. Und so läuft es auch in Thüringen überall, auch jeden Montag. Gestern in Saalfeld waren ca. 600 Leute. Und so geht es eigentlich vorwärts. Wir wehren uns, wir bleiben dabei, auch heute zum 27. Mal. Und wenn wir 50 Mal machen müssen oder 100, wir sind da. So, und jetzt habe ich mal einen schönen Bericht, das ist auch mal ein positiver Bericht, weil viele fragen uns, was tut ihr, warum ist Sonneberg zeigt Gesicht hier? Ja, weil wir eigentlich das ansprechen, was momentan falsch läuft. So, was sollten wir tun, auch darauf hinzuweisen, was kann woanders stattfinden oder was passiert woanders? Es gibt Berichte, die kommen zwar in den Medien, auch im offiziellen Mainstream, aber werden nicht so hoch gepusht über Eilmeldung, neues Intensivbett, noch ein Intensivbett, neue Tests. Nein, die werden ganz leise verschwiegen im Mainstream. Und da haben wir jemanden aus dem Landkreis Coburg, der Henning Rosenbusch. Das wurde auch letztens über eine neue Presse publiziert und auch über, Moment, wer hat es noch publiziert? Der Deutschlandfunk hat es noch publiziert und Kapital hat es noch aufgenommen. So, und er hat mal einen kleinen Bericht über Schweden gemacht. Also es geht auch anders als in Deutschland. So, und das lese ich euch kurz mal vor, das sind 3-4 Seiten, ist nicht sehr, sehr lange, aber es ist mal ganz gut, eigentlich immer in andere Länder zu schauen. So, das nennt sich auffälliges Schweigen,
auffälliges Schweigen der Schweden in der Presse, Mainstream in Europa. Obwohl die Erfahrung in Schweden und ein Vergleich der politischen Corona-Maßnahmen dort und hierzulande wichtig und nützlich für die eigenen Entscheidungen wäre, wird in Deutschland kaum über die dortige Entwicklung berichtet. Ja, ist natürlich klar, was wollen wir bei uns durchsetzen? Man muss den Eindruck gewinnen, dass auch die politisch Verantwortlichen hierzulande die schwedischen Erfahrungen nicht ernsthaft prüfen. Also was ich bis jetzt merke, ist da noch nie was geprüft worden. Ansonsten wurde hierzulande weitgehend gegen Schweden polemisiert oder eben verschwiegen. Aus diesem Grund sind wir dankbar dafür, dass der deutsche Journalist und Fotograf Henning Rosenbusch angeboten hat, für die Nachdenkenseiten aus Schweden zu berichten. Viel liest man derzeit nicht über den schwedischen Sonderweg in den deutschen Gazetten. Der Grund dürfte einfach sein, Staatsepidemiologe Andreas Tegnell setzt ihn unbeirrt fort und will es weiter relaxed angehen. Wie er vor einer Woche verkündete, wir rufen die ältere Bevölkerung auf, sich nicht mehr komplett zu isolieren, nur noch große Menschenansammlungen zu vermeiden. Denn ein Bericht habe gezeigt, dass sich die soziale Distanzierung, die bei uns kommen soll, noch stärker, bei vielen Älteren sich negativ auf die psychische Gesundheit ausgewirkt habe. Und ich finde es klasse, wenn der Herr Brettschneider ohne Sportlehre zum 27. Mal an der Demo bei uns heute wieder aktiv mit vor Ort ist. Klasse! Weil Tegnell eben nicht nur auf Fallzahlen schaut, die in Schweden auf eine Verdreifachung des Tests derzeit massiv ansteigen. Wobei in Schweden die Indizfälle im europäischen Vergleich trotz massiver Anstiege niedriger liegt als in beiden Teilen Europas in den letzten Tagen sogar knapp hinter Deutschland zurückgefallen ist. Weil er, wie die Virologen Hendrik Streeck und Jonas Schmidt-Kannersit sowie der Kassenärzteverband am Mittwoch es für Deutschland forderten, die Positivrate, die Krankenhauseinweisungen und vor allem die weiter gleichbleibenden niedrigen Todesfälle mit Covid-19 im Blick hat. Übrigens gilt dabei auch in Schweden die Definition der Europäischen Seuchenbehörde. Diese schreibt bekanntlich vor, dass jeder, der binnen 28 Tagen noch positiv verstorben ist, in die Statistik aufgenommen werden müsste. Man merkt schon, ne? Nachdenken. Das gilt auch für diejenigen, die ohnehin auch ohne Covid-19 verstorben wären. Das alles gibt es in Schweden momentan nicht. Massenpflicht, Beherbergungsverbote, Sperrstunden, kalte Klassenzimmer mit maskierten Kindern, Aufrufe zum Denunziantentum, für mich eigentlich das Schlimmste in der heutigen Zeit, Verordnungswahn, Corona-Polizeikontrollen, Diskussionen um die Unverletzlichkeit der Wohnung, Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Wer weiß, wie lange wir hier noch auf dem Pikoplatz stehen dürfen und die Demos abhalten dürfen. Das ist die Frage, wird irgendwann noch kommen. Unabgesagte Weihnachtsmärkte und vor allem, wir werden weitermachen wie bisher und Lockdowns vermeiden, so der 64-Jährige in Schweden. Das ebenso wie in Deutschland exportorientierte Schweden scheint so im Punkt der Wirtschaft besser zu fahren als die Länder, die mit strikten Maßnahmen gegen die Pandemie vorgehen. Zwar brach aus das schwedische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal während der Lockdowns im Ausland um die dagewesene 8,2% zum Vorjahresquartal ein. Damit hielt sich die Wirtschaft aber besser als in Deutschland. Bei uns schrumpfte es 11,7% zum Vorjahr. Mit dem zweiten Lockdown, denke ich, wird es noch schlimmer. Laut dem staatlichen Unternehmensanalysebüro, und jetzt kommt's, wir hatten das schon ein paar Mal thematisiert auf die Demos. Das ist schwedisch. Tillväxtanalys wurden in den ersten 7 Monaten 2020 knapp 9% mehr Konkurse verzeichnet als im gleichen Vorjahreszeitraum. Vergleichszahlen aus Deutschland gibt es nicht. Die in Deutschland bis zum Jahreswechsel ausgesetzte Insolvenzanmeldepflicht gilt in Schweden weiterhin.
Die Auskunft der Teilkreditreform schätzt im August die Zahl der sogenannten Zombie-Unternehmen derzeit auf etwas über eine halbe Million, 550.000. Man muss sich das überlegen, 550.000 Zombie-Unternehmen in Deutschland, wo keine Insolvenz anmelden müssen bis Ende des Jahres. Sollte die Insolvenzantragspflicht in Deutschland bis März ausgesetzt bleiben, kommendes Jahr, was im Gespräch war, so könnte sich die Zahl der Zombie-Unternehmen laut Kreditreform auf bis zu 800.000 erhöhen. Also nachdenken, was passiert hier? Die Lage verschlimmert sich von Tag zu Tag, denn die Insolvenzen werden derzeit nur verschoben. Und dadurch können viele derzeit noch gesunde Firmen, das schreibt das Welt, die Welt, also das Mainstream, mit in den Abgrund gerissen werden. Das habe am Ende gravierende Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze. Und weitere Lockdowns hatte die Kreditreform seinerzeit noch gar nicht auf den Schirm. Also was passiert dann nächstes Jahr, wenn Nummer 3, 4, 5, 6, 10 kommt? Tegnell stand bei der Pressekonferenz in Stockholm einmal mehr wie ein Fels in der Brandung. Also er hat Rückgrat. So, man sollte das auch mal ein bisschen überstehen und Rückgrat zeigen. Wobei Journalisten trotz der steigenden Fallzahlen lange nicht so eine Welle machen wie im April, als der Staatsepidemiologe seinen vermeintlichen laxen Umgang mit der Pandemie sogar Morddrohungen erhielt. Das muss man sich überlegen. Natürlich werden zwischenzeitlich verstummte Kritiker wieder lauter, aber sie finden in der Bevölkerung, die Umfragen zufolge zu größten Teilen hinter Tegnell stehen, weniger Gehör als seine Zeit und werden in den sozialen Netzwerken schon für unnötige Panikmacher kritisiert. Also merkt ihr hier was? In Schweden ist der Weg anders als in Deutschland. Wir erhalten jede Woche irgendwelche sinnfreien Kommentare, wir wären Covid-Idioten oder sonst was. Wir kämpfen einfach nur um unsere Freiheit, um eine Selbstbestimmung. In Schweden hat sich das gedreht. Also das heißt, wir müssen weiterhin stark bleiben, hier am Montag auf der Straße stehen. Dort gibt es Tegnell Fanclubs von einem Politiker, mit zehntausenden Mitgliedern, die geöffnete Clubs feiern Partys für ihn. Fanartikel, T-Shirts werden verkauft, er wird gemalt und modelliert, gestrickt und plakatiert und bei vielen Menschen zieht er nun die heimische Einrichtung. Das muss man sich vorstellen. Bei wem hängen Hände hoch? Politiker zu Hause in der Wohnung und sie verehren den jeden Tag. Oh, ich sehe nichts. So, einige Schweden haben ihn sogar auf ihrer Haut als Tattoo verewigt. Ihm wurde auch die besondere Ehre zuteil, in diesem Jahr das Sommerinterview führen zu dürfen, wofür er sich traditionell mit einem schwedischen Blumenkranz schmücken ließ. Tegnell wird dafür eine sehr ruhige und klare Art verehrt und vor allem auch dafür, dass er etwaige Kollateralschäden von Maßnahmen immer im Blick hat. Die allgemeinen Empfehlungen zur Verringerung dieser Corona-Ausbreitung wurden jedoch angesichts der steigenden Zahlen der Neuinfektion auf weitere Landesteile ausgeweitet. Ähnliches gilt auch die Region Uppsala und die Skigebiete in Schonen. Geschlossen wird allerdings nichts und eine Maskenpflicht stand für Tegnell nie zur Debatte, da wir nicht glauben, dass Erwachsene oder gar Kinder Masken so handhaben, dass sie am Ende auch nützlich sind. Das sagen die Schweden. Schweden erwägt Lockdowns. Schweden überdenkt seine lockere Strategie. Die Überschriften der letzten Wochen in Deutschland sind angesichts verschärfter Empfehlungen also zumindest irreführend. Die Meldungen Schweden mit Rekordtodesfällen im ersten Halbjahr seit 150 Jahren war sogar hanebüchen, da man die absolute Zahl der Todesfälle während einer Hungersnot, Achtung, von 1869 mit dem heutigen Schweden verglich. Also das nennt man Framing in Deutschland. Nachrichten irgendwo hergezaubert. Dass die Bevölkerung der heutigen parlamentarischen Monarchie diese Zeit von 4,1 Millionen auf 10,2 Millionen, das sind nur noch zwei Seiten, sorry, aber es ist absolut interessant, angewachsen ist, was natürlicherweise für mehr Todesfälle pro Jahr sorgt, wurde in diesen Berichten geflissentlich weggelassen.
So, und jetzt kommt's. Den Vogel schoss aber Bayerns Ministerpräsident, nennt er sich Söder, ab. München ist ein Drittel größer als Stockholm, aber Stockholm hat 16 Mal so viele Tote wie auch 100.000 Einwohner, behauptete er während seiner Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch vor dem Landtag. Der Corona-Hardline stellte damit eine Falschbehauptung auf, denn auf den Faktor 16 kommt er nur, wenn er nicht Stockholm-Stadt, sondern die Region Stockholm mit München vergleicht. Und die hat 2,4 Millionen Einwohner, ist also nicht kleiner, sondern hat 1 Million Einwohner mehr als München. Dabei ist Söder nicht der Bürgermeister der Landeshauptstadt. Wenn man Bayern auf die Einwohnerzahl bereinigt, mit Schweden vergleicht, kommt man nicht nochmal mehr auf den Faktor 3. Bayern liegt mit den restriktivsten Maßnahmen, also den schärfsten seit Märzbeginn, mit 21,2 Corona-Toten auf 100.000 Einwohnern momentan an der Spitze aller Bundesländer und holt wie Gesamtdeutschland zu Schweden tagtäglich auf. Das sind Nachrichten, die hauen rein. Dr. Sebastian Rushwood, tätig in der Notaufnahme, einer der größten Kliniken Stockholms, kann über den Lockdown-Diskussionen nur noch den Kopf schütteln. Der Mediziner betreibt einen englischsprachigen Blog, wo er evidenzbasierte medizinische Erkenntnisse in einem Format bieten will, was auch Nichtwissenschaftler verstehen. Seine Beiträge zum Thema Covid-19 wurden unter anderem auch ins Deutsche übersetzt. Zuletzt war er vom australischen Sender Sky News auch in eine Expertenrunde geladen. Er vertritt seit einigen Monaten die These, dass alle Länder, ganz gleich wie harte Restriktionen für die Bevölkerung sind, am Ende die gleiche Anzahl an Toten durch Covid-19 zu beklagen haben werden. Und feuert seit einigen Tagen mit neuen Zahlen gegen die wiederholten Lockdowns in Mittel- und Südeuropa. Der vergangene September war für Schweden der Monat mit der niedrigsten Sterblichkeit pro Einwohner aller Zeiten. Die niedrigste Sterblichkeit pro Einwohner aller Zeiten. Einfach Achtung, auch hier am Livestream liegt uns da immer nicht zu glauben, was da so passiert. Einfach mal nachdenken. Das Jahr 2020 ist bisher das Jahr mit der drittniedrigsten Sterblichkeit, gut, das war ich schon, genau, pro Einwohner aller Zeiten. Sorry. Und die Schweden wären bekannt für ihre genauen Statistiken, unterstreicht er. Die fehlende Übersterblichkeit sei der Beleg, dass die schwedischen Corona-Opfer aller Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr ohnehin verstorben werden. Damit wiederhole ja eine ältere Aussage von Anders Tegnell. Dass Schweden dünn besiedelt ist und nicht vergleichbar wäre, dem sei nicht so. Das gilt für den Norden. Schweden habe einen Urbanisierungsgrad von 87%, 10% mehr als Deutschland. Auf Twitter setzte der praktizierende Arzt sogar noch einen drauf. Lockdowns für ein Virus, das kann keine Übersterblichkeit in Schweden erzeugen. Es handelt sich doch offensichtlich eher um eine herkömmliche Erkältung. Saisonale Virus, also Ebola. Und in Schweden hätten vielen Regionen schon genug Menschen Immunität aufgebaut. Trotz zuletzt massiven steigenden Fallzahlen im Großraum Stockholm gäbe es nur einige wenige Covid-19-Patienten in den Intensivstationen. Das sieht man auch jetzt, wenn man jetzt in Bayern die Statistiken rauszieht seit letzter Woche. Intensivstationen, Bettenbelegung, man kann sich das überall im Netz anschauen. Bei ihm in der Klinik ein Zentrum des Corona-Sturms in Schweden im März und April bisher war nichts davon zu spüren. So, Moment, letztes Blatt. Das haben wir Schweden gleich beendet. Und er gehe davon aus, dass es lange nicht mehr so viel zu diesen Todesfällen gibt, wie seinerzeit. Und ich danke noch einmal recht herzlich an diesen Reporter, der sich das auch vielleicht... Wir haben das am Wochenende bei uns auf der Facebook-Seite eingestellt. Da kamen keine negativen Nachrichten, die wir sonst immer bekommen, wenn wir hier auf dem Platz oder an irgendwelchen Demos stehen. Diesmal nicht, weil hier ist es belegbar, auch über dem Land Schweden. Und ich denke und ich hoffe,
dass wir in Zukunft weiterhin solche Berichte bekommen. Es war ja heute auch schon wieder Bericht drin, dass angeblich in Argentinien Lockdown aufgehoben wird, dass in Taiwan die Krise für beendet erklärt worden ist und so weiter und so weiter. So, da das der große Mainstream nicht bringt, können wir das nur hier jeden Montag und in den sozialen Netzwerken bringen. So, und euch verstärkt immer aufklären, Zug für Zug. Und deswegen sage ich, wir bleiben hier, wir sind da, jeden Montag in Sonneberg. Morgen ist eine Demo in Erfurt angesagt, dort will unser Herr Ramelow seine Regierungserklärung zum Lockdown Thüringen machen. Dort werde ich auch oben sein zur Demonstration. Wir werden auch davon live berichten. Und ich rufe alle auf, wie 89 wieder mal Leipzig zu starten und dort eine große Demonstration mit vielen, vielen Teilnehmern sehen zu können. Das war's heute von meiner Seite. Also auch mal positive Berichte über Schweden, über ein anderes Land, wie es gehen kann. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, bleibt gesund und bleibt uns weiterhin treu. Danke. Ja, in der Wissenschaft nennt man das wohl ein Kontrollexperiment oder eine Kontrollgruppe. Und in dieser Kontrollgruppe Schweden kann man eindeutig sehen, dass der ganze Schaden, der in diesem Jahr angerichtet worden ist, völlig sinn- und zwecklos war und das wieder besser wissen. Wir müssen jetzt leider schon zum Schluss kommen. Unsere Stunde ist rum. Falco hat schon eingeladen, Leipzig nächsten Samstag. Nächsten Montag sind wir natürlich wieder hier. Wir sind gleich auch noch drüben im Vereinslokal, wer noch rüberkommen möchte. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Ja, bis gleich. Den Bericht, den du jetzt über Schweden vorgelesen hast, den hat der Henning Rosenkrantz veröffentlicht. Bist du Rekordbrecher, ne? Wurde deine Rekordmeister werden? Ja, und jetzt noch Laufringen, Seidenwagen. Da wollte zwar großes Feld und so. Einfach Ort, da ist schön, dass ihr hier seid. Ja?